Live in St. Pölten begrüße ich jetzt den zuständigen Landesrat Gottfried Waldhäusl. Guten Abend, Herr Landesrat. Grüß Gott aus St. Pölten. Herr Landesrat, ich verstehe die Aufregung nicht, haben Sie noch heute früh im Ö1 Morgenjournal gesagt. Ja. Mittlerweile hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft festgestellt, dass in Drasenhofen die Jugendrechte nicht eingehalten wurden. Verstehen Sie die Aufregung denn jetzt? Ich glaube, da muss man mal festhalten, was wirklich und tatsächlich festgestellt wurde. Und ich habe hier den Bericht und da möchte ich kurz zitieren. Es wurde heute festgestellt, dass es Mängel gibt, dass die Wände zu kahl sind, dass ein Laminatboden veraltet ist, dass in der Küche ein Unterschrank fehlt, dass ein WC verschmutzt war von einem Bewohner und nicht gereinigt wurde, dass das Badezimmer veraltet war. Solche Mängel wurden festgestellt. Und daher muss ich ganz ehrlich sagen, nein, mit diesen Mängeln verstehe ich diese Kritik in keiner Weise. Die Landeshauptfrau hat kurz vor der Sendung auch noch gesagt, eine derartige Situation dürfe nicht mehr vorkommen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht von Laminatböden gesprochen hat, sondern davon, was heute den ganzen Tag über kritisiert wurde, nämlich, dass die Jugendlichen aussagen, sie hätten etwa nur 23 Stunden am Tag mussten sie drin sein, eine Stunde konnten sie rausgehen und das nur unter Begleitung. Auch deshalb spricht die Asylkoordination von einem Straflager. Was unterscheidet denn diese gerade beschriebenen Zustände von einem Gefängnis? Schauen Sie, ich werde Ihnen jetzt erklären, wie wir in Niederösterreich diese Situation vorfinden und wie wir es handhaben. Wir haben in etwa 275 unbegleitete Minderjährige, die wir in verschiedenen Quartieren untergebracht haben. Und da kommt es immer wieder zu Vorfällen. Es gibt hier notorische Störenfriede, die immer wieder für Unruhe sorgen. Polizeieinsätze, Fremdgefährdung, Prügeleien und, und. Und da ist es notwendig, dass wir hier eine Lösung finden, weil tatsächlich es bisher so ist, dass die Quartierbetreiber dann sagen, nach dem Polizeieinsatz, wir nehmen diese Personen bei uns nicht mehr auf. Wir finden aber kein Quartier mehr in Niederösterreich, die diese Personen aufnehmen wollen, weil sie eben so sind, wie sie sind. Daher, um den anderen diesen Schutz zu gewähren und den anderen, die sie integrieren möchten, die zur Schule gehen möchten, die in eine Lehre möchten, um denen helfen zu können, ist es wichtig, die Unruhestifter tatsächlich in ein Quartier zu geben, wo sie anders untergebracht sind, um sie nicht zu stören. Und diese Unterbringung in Drasenhofen unterscheidet sich daher in zwei Dingen von den Quartieren, die wir normalerweise haben. Nämlich, dass wir zum Schutz dieser Personen, denn es gibt auch Menschen in Niederösterreich und in Österreich, die nicht froh sind, dass die jetzt in Drasenhofen sind, haben wir einen Zaun aufstellen lassen, damit die Jugendlichen beschützt sind, dass das hier nicht zu Übergriffen kommt. Und das zweite Bereich der Sicherheit ist der, dass die Jugendlichen, wenn sie das Haus verlassen, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie um Zigaretten gehen, wenn sie spazieren gehen, mit einem Betreuer unterwegs sind, damit auch die Bevölkerung vor Ort hier geschützt ist. Und da ist nicht mehr und nicht weniger, aber alles deswegen, damit die 255 Personen, die wir in Niederösterreich in der Grundversorgung im Bereich der UMF haben, ordentlich sich integrieren können, dass sie ihrer Schule nachgehen können, den Lehrplatz nachkommen können. Für die machen wir es. Aber Herr Landesrat, Sie sagen, diese Menschen sind Unruhestifter. Unruhestifter gibt es unabhängig von der Nationalität, unabhängig von der Herkunft. Ja. Wenn diese Menschen möglicherweise traumatisiert sind, wenn sie Dinge erlebt haben, sie sind minderjährig, die vielleicht Menschen in Österreich nicht so erlebt haben und sie haben keine Möglichkeit, sich zu bewegen, sie können keinen Sport ausüben, sie können nur Karten spielen und kochen, sie dürfen nicht in die Schule gehen und sie haben keine Sozialkontakte, keine Perspektive. Ja. Warum setzt man da rundherum einen Stacheldraht? Was soll das bringen? Und wieso gibt man ihnen nicht die Möglichkeit psychologischer Unterstützung, damit sie eben nicht mehr auffällig sind? Diese Jugendlichen bekommen jede Unterstützung, die sie brauchen. Diese Jugendlichen können auch jederzeit das Quartier verlassen, aber in Begleitung. Und ich möchte schon eines feststellen, denn wenn wir jetzt so hier diskutieren, da kommt ja dann plötzlich da wirklich das so rüber, wie wenn es sich um lauter Kinder, um liebe kleine Kinder handelt. Es handelt sich hier so um großteils 17-jährige Männer. Und ich möchte Ihnen ein wenig etwas vorlesen. Verurteilt wegen schwerer Körperverletzung.
Ein anderer, gefährliche Drohung, Nötigung, Verurteilung, Jugendstrafsache, 2 Monate. Ein anderer, rechtskräftig, negativ mit Rückkehrentscheidung. Ein Aberkennungsverfahren, vorbestraft, Bewährung 3 Jahre, Suchtgichthandel. Ein anderer, verurteilt in Haft, Körperverletzung, weil auf einen Polizisten losgegangen ist. Ein nächster Vorfall gegen den Betreuer. Herr Aufenthaltsverbot. Das sind alles keine unbedingten Ich bin noch nicht fertig. Ein anderer in einem ehemaligen Caritasheim, der Eisenstangenmann. Dann eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung. Ich glaube, dass das schon einiges darüber aussagt, dass diese Personen, nämlich genau jene, die sich bei uns integrieren möchten, hier im Weg sind. Und daher muss man denen die Möglichkeit geben. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wir können uns entscheiden, ob wir die Stoßrichtung auf jene 250 richten, die wir da haben und denen wir helfen möchten, dass sie sich gut integrieren, dass sie einen Arbeitsplatz kriegen, dass sie die Lehre abschließen können. Da wollen wir helfen. Aber ich bin nicht dafür, dass wir diese guten Integrationsmaßnahmen und diese jungen Menschen so in Greifenstein, ein Vorzeigemusterprojekt, 48 Jugendliche in Greifenstein, 48 Jugendliche. Ich verstehe schon, was Sie uns sagen wollen und die Zuseherinnen und Zuseher verstehen es auch. Aber bitte lassen Sie mich Folgendes sagen. In Österreich entscheidet nicht ein Landesrat oder die Politik, ob jemand ein Straftäter ist oder nicht, sondern die Justiz. Wenn die Justiz keine Einweisung in eine Haftanstalt veranlasst hat, dann kommen sie eben woanders unter die Menschen und dann kann nicht die Politik einen Stacheldrahtzaun bauen und sozusagen sagen, wir machen uns unser Privatgefängnis. Das ist ja eben genau nicht, denn wenn Sie rausgefahren wären und hätten Ihnen die Mühe gemacht, dann hätten Sie gesehen, dass das ein mobiler Zaun ist, der zum Schutz der Jugendlichen ist. Die Bewohner dort brauchen keinen Zaun, die gehen bei der Tür raus, so wie es bei uns üblich ist, auch im Waldviertel. Wir gehen immer durch eine Tür rein oder durch eine Tür raus. Und so gehen auch die Jugendlichen dort. Die sind nicht eingesperrt. Das müssen Sie einmal zur Kenntnis nehmen, sondern dieser Zaun ist zum Schutz der Jugendlichen. Aber der Verdacht des Freiheitsentzugs wird ja nicht von mir erhoben, sondern von Menschen, die dort waren. Das ist falsch. Das wird jemand anderer entscheiden. Ich verstehe schon, dass Sie es dementieren, aber es gibt diesen Vorwurf eben auf Basis dessen, dass die Jugendlichen aussagen, wir dürfen 23 Stunden drinnen sein und eine Stunde draußen unter Begleitung. Dann erklären Sie mir jetzt, warum bereits am zweiten Tag 8 Personen untergetaucht sind. Wie sie nämlich Zigaretten holen wollen, haben sie sich ein Taxi bestellt und sind abgetaucht. Und wir reden ja nur von 4 Tagen. Wenn Sie jetzt davon reden, dass es ein Gefängnis ist, naja, wenn nach dem zweiten Tag bereits 8 Personen abtauchen, dann stimmt irgendwas nicht. Also ich glaube, dass die These, die Sie vertreten, eindeutig die falsche ist. Nein, ich vertrete gar keine These, sondern ich zitiere nur. Nein, Sie zitieren genau das, um hier diesen Eindruck zu erwecken. Ich zitiere ja unter anderem die Landeshauptfrau. Die Landeshauptfrau hat gesagt, sie möchte nicht, dass die Jugendlichen hier untergebracht sind, weil die Kinder- und Jugendanwaltschaft entschieden hat, dass die Jugendlichen nicht dort mehr untergebracht werden sollen und nicht ich oder sonst irgendjemand. Hat die Landeshauptfrau also falsch entschieden? Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, diese Jugendlichen in diesem Quartier zu lassen. Denn jetzt kommen diese Jugendlichen nach St. Gabriel. Also der Eisenstangenmann gehört zurück an seine Täterschaft, an den Ursprung. Und dort ist er wieder in Kontakt mit Sonderbetreuungsfällen. Das heißt, wenn man sich ein bisschen auskennt in diesem Bereich, wir versuchen die Quartiere zu trennen. Und jetzt kommen diese Personen wieder vermischt mit anderen Asylwerbern. Das ist komplett falsch. Wir werden wieder Probleme haben und ich hoffe nur, dass nichts passiert. Wirklich, ich hoffe stark, dass wir nicht wieder so einen Vorfall haben wie schon in St. Gabriel. Dann bin ich gespannt, wer dann die Schuld übernimmt. Ich hoffe, dass nichts passiert. Herr Waldhäusl, ich halte fest, dass Sie bei Ihrer Haltung von heute früh bleiben. Sie halten das für angemessen, was dort passiert ist. Und Sie haben in der Früh auch gesagt, Sie müssten sich mit niemandem absprechen, was dort passiert. Sie entscheiden. Nun hat die Landeshauptfrau entschieden und Sie nur davon informiert. Wenn Sie nun als Politiker nicht das durchsetzen können, was Sie für richtig halten, denken Sie dann heute über Rücktritt nach? Nein, ich habe dort entschieden, wo ich zuständig bin, nämlich im Bereich der Quartiere und im Bereich der Zuweisung der Quartiere in der Grundversorgung, auch für unbegleitete Minderjährige. Wo ich nicht zuständig bin, sondern wo die Kollegin Königsberger Ludwig zuständig ist, ist der Bereich der Kinderwohlfahrt. Und wenn jetzt jemand hier feststellt, dass wenn zu wenig Bilder auf der Wand hängen oder ein Laminatboden zu alt ist, obwohl die Polizei dort jahrelang gearbeitet hat, also für die Polizisten war er gut genug und jetzt ist er zu schlecht, wenn das jetzt die Gründe sind, dann nehme ich sie zur Kenntnis, weil ich hier
nicht zuständig bin. Dort, wo ich zuständig bin, entscheide ich, in diesem Bereich bin ich nicht zuständig. Ich muss sogar vom Gesetz her die Personen, die heute hier aus Drasenhofen verlegt wurden, aufgrund des Gesetzes, des Grundversorgungsgesetzes von Niederösterreich, diese Personen aus der Grundversorgung entlassen. Das heißt, sie werden in meinem Bereich keine Kosten mehr verursachen. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen verlaufen bei der Ursprungsfrage. Nein, das passt schon. Die hat gelautet, denken Sie an Rücktritt? Na, überhaupt nicht. Warum sollte? Weil Sie nicht mehr das durchsetzen können, was Sie wollen. Sie halten das für nicht richtig, dass die Asylwerber jetzt dort sind, wo sie im Moment sind. Ja, jetzt werden Sie in ein anderes Quartier kommen, aber ich habe mich durchgesetzt, weil diese Personen, die keiner mehr möchte, in keinem Quartier und die kann sie nicht auf die Straßen setzen, deshalb habe ich diese Unterkunft dort in Betrieb genommen. Jetzt sind Sie in der Jugendwohlfahrt untergebracht, in St. Gabriel, also habe ich mich durchgesetzt, ich habe die Quartiere dort, wo Sie Unruhe gestiftet haben, jetzt so gestalten können, dass die dort ordentlich arbeiten können, dass sie zur Schule gehen können, also zu 100% eigentlich durchgesetzt. Herr Landesrat Waldhäusl, wir haben Ihre Botschaft verstanden. Danke, dass Sie für uns zur Verfügung gestanden sind. Dankeschön. Danke.